Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Boah, wir sind heute wieder unterwegs mit... Oh, du hast ja ein schönes Muster auf deinem Helm, ist mir noch nie aufgefallen. Zum Investor. Wir haben auch ein entsprechendes Gefährt dabei. Na klar. Aber wir können ja nicht vor dem Investor mit so einer schäbigen Baumaschine auftauchen, dass irgendwas Coupé rauskommt. Also, nee. Mich regt es übrigens immer noch, ob das hier kein Wackelkopf drin ist. Oder, ja. Oder ein Wackelkopf mit einem goldenen Helm. Das ist weg. Hallo. Merkwürdigerweise hält mich nicht jeder in dieser Stadt für einen Wohltäter. Doch auch wenn der Bürgermeisterin meine Ansichten hin und wieder missfallen, so sind wir uns dennoch darüber einig, dass der Rathausplatz nicht länger vorzeigbar ist. Um zu beweisen, dass mir auch der öffentliche Raum unserer Stadt am Herzen liegt, habe ich mich bereit erklärt, die geplante Neugestaltung des Rathausplatzes vorzufinanzieren und die längst überfällige Sanierung der Marktkirche endlich abzuschließen. Vielleicht erlebe ich es ja tatsächlich noch, dass die Kirchenglocke nach Jahren der Stille wieder erklingt. Ach genau, was ich dir eigentlich letzte Folge schon noch sagen wollte, ist, dass du während den Dialogszenen bitte nicht reinredest. Weil ich die dann meistens im Schnitt nochmal im Nachhinein ein bisschen lauter stelle. Und da ist es dann halt ungünstig, wenn du dazwischen redest. Habe ich denn so einen lauten, übersteuerten Kommentar dann drin haben? Ja, genau. Ich glaube, es wird schon wieder Zeit für... Richtig, Mobilkran. Willst du dir vielleicht nochmal einen zweiten Klein holen? Weil... So dieser riesige Kran, der ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Okay, also bis auf den Betonplatten entsorgen... Dann müssen wir eine Rohrleitung bauen, Aushub, Graben, Aushub, Materiallieferung, Elementarplatzierung und wieder verfüllen. Betonbau. Das ist echt ein hässliches Rathaus. Landschaftsgestaltung, Sandlieferung, Sandverdichtung fällt doch rein. Begrünung, Stufen. Dann noch was transportieren und entsorgen. Okay. Also, wir brauchen jetzt nicht so viel, weil es sind wirklich nur die paar Platten, die wir ausheben müssen, sonst müssen wir eigentlich nichts mehr heben dann. Fürs Erste. Jetzt haben wir mal geguckt, ob man Kranplatz habe ich noch nicht entdeckt. Ist der an dem Brunnen, der mir angezeigt wird, oder der haben wir noch mal frei gemacht von Platten? Ah, der ist frei. Oder wird dir wieder noch Platten angezeigt? Bei mir steht da noch. Ah, jetzt ist er weg. Ah, okay. Bei mir waren gerade noch Platten und der Brunnen. Denkst du, es hat jemand was dagegen, wenn ich den Fußgängerweg hier ein bisschen blockiere? Nein? Nee, ich glaube nicht. Unser Coupé, der passt sehr gut hier rein. Ah, denkst du? Radlader? Mit dem Radlader, das ist aber ausheben doof. Ja, aber... Das ist halt Radlader ist ja eher um einen Haufen aufzunehmen. Ich aber nicht um irgendwo rausbuddeln. Das kriegst du mit dem Radlader nicht hin. Motorkrader? Brauchen wir schon die Bagger. Da brauchen schon die beiden Bagger. Bei einem großen Bagger. Und ich probiere den Bohrer mal ausprobieren. Ich glaube, mit dem kannst du Löcher bohren. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was wir machen sollen. Das ist das, was wir machen sollen. Oder mal ist der von Cat? Das ist ein großes. Wo ist der andere? Wo ist der andere Bagger? Hm? Nee, ich hab die nach. Drei Bagger. Okay, gut. Ja, ja.
Ich, bei mir sind die nur nicht nach Art, sondern nach Hersteller sortiert worden. Ja, ich wundere, warum der Liebherr-Bagger nicht beim Cat-Bagger ist. Aber er gibt Sinn. Ich habe jetzt übrigens mal die Steuerung umgestellt. Ich kann jetzt mit Q und E blinken. Und habe dafür die Kettensteuerung, die ich eh nie benutze, von den Tasten sozusagen weggelegt. Warte mal, wie kann man die Kettensteuerung nicht benutzen? Mit der Arcade-Steuerung auf dem Numpad? Mit 8, 4, 6 und 2. Okay, gut. Das ist ja immer unnötig, wie gesagt. Was die Kettensteuerung benutzt? Gequält. Gott. Warmer. So, aber was schön an diesem Auftrag jetzt ist, wir verdienen mal was. Ja. Für den letzten Auftrag mit der Lärmschutzwand haben wir nur 1 Million ausgegeben. Cool. Man kann auch irgendwie, hast du auch irgendwie einen Patch Notes gelesen, glaube ich, den Tag, die Nacht überspringen, ne? Mhm. Hast du eine Ahnung, wo das geht? Wenn du ins F-Menü gehst, gibt's da Kaffeepause. Wo ist deine Kaffeepause? Wenn du außerhalb des Fahrzeugs bist, ins F-Menü gehst, gibt's da die Option Kaffeepause. Kaffeepause. Nacht, Morgen, Mittag, Abend, Stunde. Die kann ich aber nicht verwenden, ne? Ja, ich kann die aber zum Beispiel nicht verwenden, weil ich halt eben nicht Host bin. Ja, gut zu wissen. Au. Ich muss ja sagen, Radlader fahren, das macht schon Spaß, aber... Ja. Oh, ob man jetzt wirklich damit zurechtkommt mit der Steuerung? Ja, fraglich. Aber ja, für die Achievements, ne? Die Innenperspektive. Alles für die Steam Achievements. Alles für die Steam Achievements, genau. Selbst wenn es oder so das eigene Ableben ist. Das kann natürlich auch so machen. Ich bin fertig. Was ist da was? Ich weiß es nicht. Na ja, gut, in Famos zurücksetzen werden unter dir überall Erde ist, weil die irgendjemand da gekippt hat. Ich habe keine Ahnung, wer da die Erde unter mich gekippt hat. Du Graben stehst aber noch. Du stehst aber noch, das ist der Unterschied. Jetzt haben wir so eine kleine Vertiefung ausgehoben, wo der Brunnen mal war. Jetzt müssen wir hier noch einen Graben ausheben. Beziehungsweise ausbohren. Irgendwie ist der Punkt, wo der Bohrer runterkommt, nicht ganz der Punkt, wo man dann bohrt. Das ist dezent verwirrend. Und die Rohre hier brauchen wir. Wo sind denn hier noch Rohre? Ah, du hast die zweite Palette Rohre schon. Dann kann ich aussteigen. Jo. Kannst du ein Bild machen von oben, von der unterbunden. Du weißt schon. Hm. So, in meinem Fall geht der Auftrag jetzt noch weiter oder bleibt er jetzt so? Ja, es geht schon weiter. Ich bin schon am nächsten Auftrag. Müsste heißt immer noch PVC-Rohre.
Ja, es ist auch PVC-Rohr jetzt 4 platzieren, aber. Bei mir steht da Palette PVC-Rohr 2 von 2. Warte mal, den mache ich mit dem Auftrag jetzt fertig und geht schnell. Sonst musst du schon wieder neu joinen, das ist nervig. Ja, das ist anscheinend was, was man nicht ganz behoben kann haben, die Synchronisation zwischen den Clients. Ich mache mal nichts mehr, nicht, dass wir zwei parallele Spielstände haben. Ein Paralleluniversum. Ja, zwei Paralleluniversen. So, haben wir das vierte Rohr auch noch. Ich gehe schon mal raus aus dem Spiel. Ich fahre gleich eine Runde. Ja, passt schon. Der Radlader, der passt so. Ja, was hast du mit dem Radlader angestellt? Er liegt hier nur auf der Seite. Ja, keine Ahnung. Ich bin in die Kante hochgefahren und plötzlich ist er ins Schlieren geraten und umgekippt. Ah, schön, dass wir hier einen Kran brauchen. Es sieht mir hier so aus, wie als würden wir dann hier einen Dingsbums bauen. Nimmst du den Kleinen wieder? Weiß ja wieder. Ich fahre jetzt zum ersten Mal gerade den Kleinen. Ja, nee. Du nimmst den Kleinen. Hast recht. Der Kleine fährt ja nur 7 km/h rückwärts, der übelst langsam. Fährt der Große mehr? Boah, der fährt 12. Ja, was brauchen wir jetzt? Einmal gefühlt alles brauchen wir. Ja. Ausprobieren mit dem, wie heißt das? Ich hab schon wieder vergessen. Ich fahr mal zum Händler und ihr wisst ja gleich mal. Platzierst du derweil die Betonsäule? Ach, du meinst sie mit dem Kübel? Genau. Genau. Genau den meine ich. Okay, ich hole dabei schon Beton. Ah, warte. Nee, warte, ich hole jetzt nicht da noch ein extra Laster. Baustoffhandel. Da, Kasse. An. Job 1. So, jetzt sollte das ja hier sein. So. Na, genau dort. Jetzt bin ich nochmal gespannt, wie das so funktioniert.
Zack. So, jetzt habe ich dieses Ding da platziert. Ah ja, das passt ja sogar von der Höhe her. Wer hätte es gedacht? Es sind noch ein paar Betonteile, habe ich das Gefühl. Metallteile sind das. Meine ich ja. Jo, der ist jetzt voll. Der Kübel. Ah. Vorne einstellen muss. Ey. Hoppala. Hoppala. So, und jetzt. Was mache ich jetzt? Gießen an aus. Ach so, übrigens. Diese Interaktion, Gießen, irgendwas aktivieren mit der Walze oder so. Da gibt es eine Taste für. Und das ist uns nie aufgefallen. Du drückst einfach einmal Leertaste. Okay, hier funktioniert einmal Leertaste. Hier funktioniert es jetzt nicht, weil es auch sowieso auch belegt ist mit Abhaken und so, aber generell ist es Leertaste. Um irgendwas zu starten oder zu beenden. Ich stelle fest, mit diesem Kübel kann man sehr gut Kreise machen. Du kannst ihn ja an der Stelle drehen, ne? Oh, das ist toll. Aber ich habe das Gefühl, man muss sehr oft nachfüllen. Na gut, ist ja auch nur ein Kübel. Hoppala. Du bist so viel zu hoch. Senk den mal hier in die Lücke rein. In dieses Quadrat hier. Hier ist nämlich noch Zeug. Die Ecke dort ist irrelevant. Hier sind die Prozente. Hier noch Zeug, ja. Hier. Warte mal. Hör auf zu gießen! Oh Gott. Schön gegen die Fensterscheibe. Eieiei. Ja, sehr schön. Wunderbar. 60.000. Oh, okay. Plötzlich ein Dach. stell den auch woanders dann wieder ab, ne? Ach, so, jetzt kann ich das auch nochmal zeigen, hier mit dem Leertaste drücken. So, mit Leertaste meins kann ich jetzt aktivieren. Tatsache. Ah, guck mal, da wäre sogar eine Rampe gewesen. Was soll jetzt hier Kies verdichten? Wird das ein Spielplatz? Das wird ein Rathausvorplatz. Oder, ach nee, warte mal, man macht ja Sand runter unter die Steinplatten, damit sich das ein bisschen verfüllt. Ja. Ich glaube, das ist da. Wir haben auch Steinplatten angeliefert. Hier sind blauen Kisten. Ne? Und den muss natürlich auch verdichten vorher. Keine Ahnung, warum hier vorne so ein Streifen Erde geblieben ist, wo kein Sand reinkam. Aber egal. Da kommt das Beet rein. Stimmt. Wir sollen auch was pflanzen dann. Stimmt. Und auf dem Vorschaubild ist auch da so ein Pflanzending. Also. Ich habe das Vorschaubild mir nicht angeschaut. Ich finde, wir machen das toll. Bei der Schlamping Audio ist ja geleistet, haben wir schon 60%. Ja, 60% sind 60%. Das ist, wo die 60% jetzt verteilt sind, ist es ja egal. Wir haben so wenig doch bisher geschafft, das sind dann niemals 60%. Aber gut, vielleicht bin ich einfach auch nur hoch gewohnt als Standard, ja. Ne? Weil die letzten Aufträge alle mal hoch gemacht haben. Ja. Oh, sieht doch ganz hübsch aus.
Die Sandwüste. Ein Nachteil ist natürlich vom Kreuz- und Querfahren, dass du dann halt irgendwann anfängst, über Flächen zu fahren, die du halt schon gemacht hast, ne? Aber es macht halt mehr Spaß. Ja. Das stimmt. Tada! Ah, hier sollen wir jetzt Bäume hinbasteln. Oh. Ich weiß, welches Gerät wir dafür benutzen. Was glaubst du, was entsteht hier raus? Erdbohrwalze und Bagger. Dieser Bagger hat sich verkeilt, der kommt da nicht mehr raus. Der sitzt fest. Ja, zwei Pflanzgruben, vier Bäume. Ergibt Sinn. Naja, wir haben nur die Hälfte der Arbeit gemacht. Ja, die anderen beiden wären da hoch gewesen. Das ist schon klar. Irgendwie seid ihr so sehr, sehr klein, der Baum. Die Abbildung sah größer aus, als das Setzling tatsächlich war. Das war ein Betonbauteil, ziemlich nah an unserem Coupé dran. Nicht unser gutes Coupé. Wenn wir Glück haben, dann müssen wir die ganzen Pflastersteine gleich nicht mehr liefern, weil die schon im Linksbereich sind. Allerdings hebe ich nochmal schnell noch den letzten drauf, bevor du den grünen aufsetzt, ja. Gut, geht direkt weiter. Nee, werden nämlich Treppen werden das. Aber nee, warte mal. Eine Bühne werden oder was? Warum müssen wir vier Elemente platzieren, aber haben sechs Elemente? Jetzt sind die anderen vier für und die anderen Elemente für später. Ach, wait, hast du auf deiner Seite auch noch welche? Ja, zwei habe ich auf meiner Seite. Lol. Also vier pro Seite. Auf meiner Seite liegen wird auch noch Dinger, ja. Vier pro Seite sind es dann. Weil das sind jetzt zwei Treppenstufen sozusagen. Ah nee, doch. Danach kommen die nächsten Treppenstufen. Sechs pro Seite. Macht Sinn. All die Elemente sind jetzt sozusagen schon da. Glocke. Ach stimmt, die gab's ja auch noch, die Glocke. Ja. Auspacken. Und das schaffen wir. Der Bagger, der da rumsteht, ey. Ja, immer schön alles hier. Das ist geil. Irgendwie baue ich den. Ja, cool. Oh, huch, plötzlich gepflastert. Wo ist die Kirchenglocke? Ein Stück woanders. Einfach nur Schrott entsorgen. Holst du mal ein passendes Gefährt dafür?
Wir brauchen noch einen Kran, jetzt hier, oder wie? Deshalb bin ich ja gerade mit dem Kran hingefahren. You understand my Handlungen? Ah. Also die ist wirklich nicht groß, da kannst du einen Pritschenwagen nehmen. Jetzt habe ich den riesigen Auflieger hier, ist auch egal. Oh, die ist ja niedlich. Immerhin klimpert sie noch. Au! Hält die da? Ich denke mal. Na dann, Schnellreise. Kusch weg und dann ab auf dem Schrotthof, den kann man ja von der letzten Folge. Nee. Die ist nicht mitgereist. Ja, nach einem Spielabsturz hat jetzt Pascal leider keine Zeit mehr. Und anscheinend wurde auch nicht ganz alles gespeichert. Ja. Ich hol mal schnell die Kirchenglocke wieder da runter. So, hält. Ich drück immer. So. Plom. Klingt gut so noch, ne? So, da brauchen wir die neuen. Sind das Spezialteile kategorisiert? Na gut, und da was auch sonst. Und die neue, die sieht schon schön aus. Die gucken wir uns mal kurz an. So schön verziert. Ah. Ein. Natürlich schön vorsichtig, damit die neue Glocke nicht kaputt geht. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Glocke ziemlich teuer ist. Ich könnte hier auch dort reinkicken. Machen wir nicht. Wir platzieren die da schön ordentlich. Baustelle räumen. Okay. Ja, eins, zwei weg. Bleib ich noch übrig. Geh ich auch weg. 6.000 gab es dafür. Wo ist denn der Investor? Nicht da, wo ich bin. Latschen wir nochmal hin. Schnelldurchlauf. Oh, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Die Bäume sind auch unterschiedlich groß. Ich gemerkt. Baumaschine hier weg. Zack, zack, zack. Hallo, Herr Investor. Ich bin fertig. Wir sind fertig. Ah, welch Wohlklang in meinen Ohren. Diese Glocke habe ich selbst in Auftrag gegeben, musst du wissen. Hervorragende Handwerkskunst, findest du nicht auch? Dazu dieser strahlend frische Vorplatz. Hier kann man jetzt wenigstens wieder von so etwas wie einem Rathausplatz sprechen. Glanz und Gloria, das hat dir wirklich gefehlt. Denn weißt du, was das eigentliche Problem ist? Die Bürgermeisterin setzt bei ihren Investitionen häufig die falschen Prioritäten. Ich wünschte, sie würde mehr auf mich hören. Es würde der Stadt zugutekommen, das steht außer Frage. Wir beide sehen uns hoffentlich bald wieder. Naja, sagen wir mal den oberen 10% der Stadt. Oh ja, das sieht doch ganz passabel aus hier. Und, ja, Brückenschlagen. Aufgrund der Einsturzgefahr darf die alte Brücke nicht mehr weiter genutzt werden. Um diese wichtige Verkehrsverbindung zu erhalten, muss zügig eine neue Brücke her. Das wird definitiv nochmal cool. Das ist dann das hier, genau. Da sieht es auch schon ein bisschen nach Baustelle aus. Aber da werden wir vielleicht vorher nochmal einen anderen Auftrag machen. Aber ja. Das dann und vieles mehr in der nächsten Folge. Aber bis dahin, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.